Jesus, lohnt es sich zu leben in Gut und böser Zeit. Wer ihm das Leben ganz gegeben, der hat es nicht bereut. Ja, Jesus ist mein bester Freund, der immer Gutes mit mir meint. Er schenkt uns seines Lebens Kraft, die in uns Neues schafft. Mit Jesus lohnt es sich zu gehen, wie er auch führen mag. Geht es durch Tiefen und auf Höhen, auf jede Nacht folgt der Tag. Ja, Jesus ist mein bester Freund, der immer Gutes mit mir meint. Sein Wort ist unseres Fußes Licht, damit wir irren nicht. Für Jesus lohnt es sich zu wirken, wo immer wir auch stehen. Mit Liebesmacht will er uns stärken, zum Bruder hinzugehen. Ja, Jesus ist mein bester Freund, der immer Gutes mit mir meint. O, kommt herbei, die ihr noch fern, und weiht euch diesem Herrn. Für Jesus lohnt es sich zu leiden, wenn uns der Feind anficht. Hilft Jesus uns im harten Streiten und spricht, so fürchte dich nicht. Ja, Jesus ist mein bester Freund, der immer Gutes mit mir meint. Wer zu ihm hält in Schmach und Leid, der erlebt auch Herrlichkeit. Auf Jesus lohnt es sich zu warten, denn er kommt wieder, der Herr. Dann stürzen Throne und Gewalten, die ihm nicht gaben wie er. Ja, Jesus ist mein bester Freund, der immer Gutes mit mir meint. Wer mit ihm geht die Lebenszeit, bleibt bei ihm in Ewigkeit. Ich freue mich, dass ich mit euch durch dieses letzte Thema gehen kann, was, wie Stefan angekündigt hat, wirklich ein Thema ist, was sehr hoffnungsvoll ist, sehr vielversprechend ist, aber gleichzeitig auch ermahnend. Wir haben ja in den letzten 9 Vorträgen einiges gelernt. Wir haben einen Blick in die Bibel geworfen, wir haben viele Stellen uns genauer angeschaut und wir haben durch die prophetischen Schriften eine ziemliche Aufzeichnung der Weltgeschichte gefunden. Wir fanden, wie die Weltgeschichte von Gott schon Jahrhunderte, ja Jahrtausende vorher detailliert vorhergesagt war, beschrieben war. Und wir konnten die biblischen Beschreibungen, wie wir sie im Daniel finden, hier das Standbild aus Daniel Kapitel 2, sie nehmen und konnten sie an die Geschichte anlegen, an die Geschichtsbücher und die Abfolgen der verschiedensten Weltreiche nachvollziehen, so wie sie uns die Bibel in ihren Charakteristika und in ihren Wesenszügen aufgezeichnet hat. Und wir sahen, dass die biblische Prophezeiung vom babylonischen Weltreich bis hinein in unsere heutige Zeit, in das heutige Europa reicht, in ihren Aussagen, in ihren weitreichenden Folgen. Und wir haben sogar nicht nur eine große Linie gezeichnet, sondern die Bibel greift auch bestimmte Ereignisse sehr detailliert heraus. Und so detailliert, dass selbst die Betroffenen darüber in Erstaunen versetzt waren. Wir haben die Weissagung von Kyros gesehen, der 150 Jahre vor seiner Geburt
durch die Bibel namentlich vorhergesagt war, durch den Propheten Jesaja, dass vorhergesagt war, er würde Babylon erobern, er würde zum Weltherrscher werden. Und nicht nur einfach das, sondern auch, wie es geschehen würde, welche Tricks er anwenden würde, welche militärischen Strategien er an den Tag legen würde. Und das hatte ihn so in Erstaunen versetzt. Und wir hatten diese Weisung gelesen aus dem Jesaja 44 und 45, dort die letzten Verse im Kapitel 44, wo es von Kyros heißt, wo Gott ihn beim Namen ruft und zu ihm sagt, dass er vor ihm die Fluten, den Fluss austrocknen würde, dass die Tore der Stadt nicht verschlossen sein würden. Im Kriegs-, im Belagerungszustand würde die mächtigste Stadt der Welt mit offenen Toren dastehen. Und wir sahen, wie sich das tatsächlich in der Eroberung Babylons durch Kyros erfüllte, wie sie seine Truppen durch das abgeleitete Flussbett hindurch warten konnten, in die Stadt hinein, wo die Tore weit offen standen, weil man sich so sicher wähnte und in einem Zuge die Stadt fast ohne Schlacht genommen wurde. Wir sahen erstaunliche Vorhersagen auf Jesus. Jesus als das Kern, als das Herzstück der Bibel, von Anfang an vorhergesagt. Viele Weissagungen haben wir gesehen, die sich erfüllt haben in seinem Leben, in seinem Wirken und gesehen, wie sie uns ansprechen, wie sie uns hineinbeziehen wollen. Und vielleicht eine der erstaunlichsten Weissagungen beziehungsweise einer der am besten nachvollziehbarsten war die Weissagung über die Ankunft des Messias. Wann der Messias auftreten würde, wann er sein Werk beginnen würde. Und wir hatten in Daniel gesehen, Daniel 9, Vers 25, dass es eine bestimmte Zeit von 490 Jahren sein sollte, vom Anfang an, vom Aufbau Jerusalems, bis der Messias auftreten sollte. Und das war relativ leicht nachzuvollziehen, weil in der Geschichte lässt sich dieser Befehl gut wiederfinden im Jahre 457 vor Christus. Und dann hieß es ja, sollten wir nach dem Jahr-Tag-Prinzip die Wochen zusammenrechnen, die Jahre zusammenrechnen und konnten diese 70 Jahrwochen genau auf das Geburtsjahr Jesu festlegen lassen. Erstaunlich, 500 Jahre zuvor kündigt Gott seinen Erlösungsplan an, zeigt, wie er seinen Erlösungsplan in der Weltgeschichte nachverfolgt und dass wirklich plangenau sich die Dinge so entfalten, so erfüllen, wie er es vorausgeplant, wie er es vorausgesehen hatte. Wir hatten aber auch ganz andere, weniger schöne Weissagungen der Bibel gesehen, die nicht weniger erstaunlich, nicht weniger präzise waren. Die Weissagungen über das kleine Horn im Daniel 7, die wir als das Papsttum identifiziert haben. Und wie viele detaillierte Punkte dort zugetroffen haben, die gar keinen anderen Schluss zulassen, als diese antichristliche Macht mit dem Papsttum zu identifizieren. Und wie sich das letztendlich auch hineinsteigerte, dass selbst die Vorherrschaftszeit, die Machtspanne, die diese Macht uneingeschränkt regieren würde, über die Völker Europas herrschen würde, die Dominanz über Könige und Fürsten hätte, sich auf exakt vorhergesagte 1260 Jahre beschränkte. Und wir konnten das auch in der Geschichte des Papsttums ganz eindeutig nachvollziehen, dass dort von 538 an, als das letzte kleine Horn, wie wir es in Daniel gesehen haben, ausgerissen wurde, die letzte Macht, die der Vorherrschaft des Papsttums im Wege stand, den arianischen Stämmen ausgerottet wurde durch die oströmischen Kaiser. Und dass von dort an eine uneingeschränkte Machtfülle in den Händen dieses Kirchenstaates lag. Aber sie sollte zu einem Ende kommen. Nach genau 1260 Jahren, im Zuge der Französischen Revolution, wurde der Papst gefangen genommen. Die Kirche abgeschafft. Die Republik ausgerufen in Frankreich, in Italien, beim Kirchenstaat, wurde die absolute politische Macht dieses Fürsten gebrochen. So hat sich die Prophezeiung auch bis ins Detail erfüllt. Wir haben gesehen und gelernt, wie zuverlässig die Bibel in ihren Aussagen ist, die sie über die Zukunft macht.
Wir konnten das in der Vergangenheit gut verfolgen, wo wir zurückblicken konnten, wo wir schauen konnten, wie sich die Dinge entwickelt haben, wie sie sich dargestellt haben in der Geschichte. Und konnten sagen, tatsächlich, so hat sie es die Bibel vorhergesagt und so hat sie es erfüllt. Und so sagt es Petrus, wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Morgenstern anbreche in euren Herzen. Dieses prophetische Wort sollte noch weitergehen, sollte dafür sorgen, dass der Morgenstern, Christus, in unseren Herzen aufgeht und sollte nicht nur die Vergangenheit beleuchten, interessante Aspekte in der Geschichte herausstreichen, sondern sollte bis in unser Leben hineinreichen, noch bis in die Zukunft hineinreichen. Und wir haben auch Vorhersagen gesehen, die eigentlich für fast unwahrscheinlich halten. Vorhersagen über die Entwicklung unserer modernen Gesellschaft, über die USA zum Beispiel. In dem Zuge konnten wir sehen, wie die Bibel die Bedeutung der Gebote Gottes herausstellt. Wie es hier im Prediger 12, die letzten Verse heißt, als Summe, das gilt für alle Menschen, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Für alle Menschen gilt das. Das ist die Summe dessen, was die Bibel zu sagen hat. Das ist die Summe dessen, was uns die Prophetie vermitteln möchte. Aber wir hatten auch diesen Angriff auf genau dieses Kernelement im Wort Gottes, auf dieses Kernelement der prophetischen Aussagen der Schrift gesehen. Wir hatten gesehen, wie ein Mahlzeichen errichtet werden sollte, wie ein falscher Feiertag aufgerichtet werden sollte. In der Sonntagsfeier, das hatten wir jetzt gerade kürzlich gehörten Vorträgen gesehen. Ein Sonntagsgesetz, eine Durchsetzung einer religiösen Einrichtung durch weltliche Mächte. Und wir hatten gesehen, welche erstaunlichen Beziehungen und Entwicklungen sich dort auftun in der Wiedervereinigung der urprotestantischen Macht der Welt mit der Macht, die einst die ganze Welt beherrschte und regierte. Und wir sahen, wie sich aus dieser Bewegung ein Abbild entwickeln würde. Ein Abbild dieser alten päpstlichen Vorherrschaft in einem neuen Gewand. Aber doch nach gleichen Prinzipien funktionierend. Unter diesmal protestantischen Vorzeichen. Religiöse Gesetze einzufordern, die durch staatliche Mittel durchzusetzen und die letztendlich zu verfolgen, die dem nicht nachgeben würden. Die ihr eigenes Gewissen auf die Grundlage der Schrift stellen würden. Wir sahen, welche Entwicklung dies im Rahmen der Vereinigten Staaten hat. Der Ökumene, der evangelikalen Bewegung. Das ließ uns einen Blick in die Zukunft werfen. Und wir konnten schon sehen, wie die heutigen Entwicklungen in diese Richtung gehen. Wir konnten sehen, wie die Nachrichten, die wir heute hören, in der religiösen Welt, wie sie sich langsam entfalten. Wie dieses Bild, für die Zukunft gezeichnet war, sich vor unseren Augen erfüllt. Und Sonntagsgesetze sind für uns Deutsche ja wirklich nichts Neues eigentlich, ne? Ich erinnere an die Sonntagskampagne, was 2007, vor 2-3 Jahren, der katholischen evangelischen Kirche. Jetzt die Verfassungsklage um einen religiösen Feiertag, und er war religiös begründet, zur religiösen Erbauung durchzusetzen. Die Klage hat Erfolg. Der Sonntag ist der einzige verbriefte religiöse Feiertag im Grundgesetz. Obwohl wir eine Nation sind, die viele Religionen beheimatet, die viele Völker untereinander vereint. Juden mit ihrem Sabbat, Adventisten mit ihrem Sabbat, Moslems mit ihrem heiligen Freitag, Christen mit ihrem angemaßten Sonntag. Aber ein Tag wird durchgesetzt, maßgebend für alle anderen in diesem Land. Das lässt erahnen, was noch kommen kann. Und wir haben gesehen, dass das wirklich ein ganz anderes Gepräge ist, als es das protestantische Land einmal hatte. Welchen anderen Segen diese Entwicklung bekommen hat. Davon hat sich tatsächlich ein Bild entwickelt. Eine ähnliche Macht, die gleiche Auswirkung hatte. Die Schrift nannte das, es wird ausüben, die Macht des ersten Tieres, des Papsttums. Ja? Wir haben gesehen, dass das Ganze nicht einfach zufällige Entwicklungen sind, sondern dass dies Dinge sind, die sich in dem Krieg aller Kriege
als einzelne Schlachten, als Schritte zu einem Endziel hin entwickelt haben. Und so konnten wir sehen, wie es in Offenbarung 12, Vers 7 bis 17 heißt. Und das ist letztendlich, was wir heute hier auf der Welt sehen, was wir in der Vergangenheit in der Prophetie sahen, was wir an den Entwicklungen heute in der Gesellschaft sehen, letztendlich Auswirkungen sind eines Kampfes, eines Krieges, der sich auf einem ganz anderen Schlachtfeld begonnen hatte. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael, Christus und seine Engel stritten mit dem Drachen und der Drache, Satan, stritt und seine Engel. Und sie, Satan, siegten nicht, auch wurde ihre Stätte nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde ausgeworfen und ausgestoßen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und wurde geworfen auf die Erde. Und seine Engel wurden auch dorthin geworfen. Ein Kampf gegen Gott, eine Rebellion gegen die Herrschaft Gottes, im Himmel begonnen, aber auf der Erde fortgesetzt. Über diesen Sieg im Himmel konnte sich der Himmel freuen. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Aber wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und er ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Wir sehen in diesen Entwicklungen, die wir in der Vergangenheit beleuchtet haben, nicht nur einfach Willkür oder menschliches Machwerk, sondern eine Auswirkung dieses Krieges, dieses Kampfes Satans gegen Gottes Herrschaft, gegen seine Regierung, gegen seine Pläne, gegen den Erlösungsplan, gegen das Retten von Menschen. Aber wir sehen nicht nur diese Schlacht. Wir sehen nicht nur den Kampf mit seinen schrecklichen Auswirkungen der Verfolgung, der Vernichtung, der Entbehrung und letztendlich des Märtyrertums. Und Jesus gibt auch ein Versprechen. Und dieses Versprechen wollen wir uns heute näher anschauen. Johannes 14, Vers 3. Als Jesus sich mit seinen Jüngern unterhält, gibt er ihnen das Versprechen, die Verheißung, und so werde ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Er sagt, diese Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Doch ich halte die Fäden noch in der Hand. Und ich werde euch daraus herausreißen, euch nicht in diesem Elend überlassen, nicht viel davon in der Bibel schreiben, nicht Schreckliches euch vorhersagen, sondern ich will wiederkommen. Und ich will euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Schon in dem Psalm im Alten Testament. Psalm 91, einer der tröstlichsten und zuversichtlichsten Psalmen. Psalm 91, Vers 15 und 16, da heißt es, er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Und ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Das ist, was am Anfang an Jesu Pläne waren. Als selbst von dem Tag an, als Adam gefallen war, bis heute, ist das der festverfolgte Plan Gottes. Nicht die Menschen diesem Elend zu überlassen, nicht beleidigt sie der Menschheit den Rücken zu kehren, sondern die, die sich nicht in diesem Streit auf Satans Seite ziehen lassen wollen, die nicht diesem Schicksal zu überlassen, sondern sie herauszureißen, sie mit Leben zu sättigen, sein Heil ihnen zu zeigen. Das ist von jeher der Plan Gottes gewesen. Und dies ist seit jeher der Plan, den Satan versucht hat zu bekriegen, zu verhindern. Denn er bedeutet sein Ende. Und wenn wir so die Prophetie gelesen haben und diese Verheißung uns vor Augen führen, versichert uns Petrus, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Er sagt, das waren nicht klug ausgedachte Ideen, nicht ein prima zusammengezimmertes ideologisches Lehrgebäude, sondern wir haben gesehen, dass Christus wiederkommt. Wir haben seine Kraft erlebt. Wir haben gesehen, wer die Menschen wirklich herausreißen kann, wer Menschen aus dem Tode erretten kann, von Banden der Sünde befreien kann, von Krankheit befreien kann. Wir haben es erlebt, als er auf der Erde war. Deswegen sind das nicht kluge Fabeln, keine schöne Geschichte, die man sich zum Trost erzählt,
sondern eine realistische Hoffnung, ohne eine Illusion. Und wir haben uns ja die Frage gestellt, wie Gott Leid, Elend, Hunger und all dieses Märtyrium auf dieser Erde beenden möchte. Und so verheißt er schon im Alten Testament, Jesaja 25, Vers 8 und 9, ja, er wird den Tod verschlingen, für immer. Und der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Er wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat es gesagt. Ja, zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir gehofft hatten, auf den wir harrten. Er wird uns helfen. Das ist der Herr, auf den wir harren, dass wir uns freuen und fröhlich sein in seinem Heil. Schon seit dem Alten Testament ist das die Hoffnung der Menschheit. Wenn wir die Bibel lesen, von den Mächten hinter den Kulissen lesen, dann ist es manchmal wie ein Schleier vor unseren Augen. Wir können eine unsichtbare Welt nicht sehen, die ihr Wirken doch in der Geschichte entfaltet. Aber er sagt, dass er den Schleier, der vor den Augen der Menschheit liegt, die Gott nicht sehen können, die Engel nicht sehen können, unsichtbare Mächte nicht sehen können, diesen Schleier einmal wegnehmen wird, der die Völker behüllt und die Decke, mit der die Heiden zugedeckt sind, geblendet sind. Dieses Wiederkommen Jesu, dieser Endpunkt in dieser Weltgeschichte, ist ein ganz reales Ereignis. Oftmals wird es vergeistigt. Viele Zeitpunkte festgesetzt für ein Kommen und Ideologien entwickelt, wie das schon sich erfüllt hat, die Wiederkunft. Aber als Jesus von dieser Welt ging, bekamen die Apostel eine Verheißung in Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Nach diesen Worten, als Jesus die letzten Worte sprach, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und vor ihren Augen hinweg. Und als sie aber unverwandt gen Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier rum und schaut zum Himmel rauf? Dieser Jesus, der von euch weggegangen ist und in den Himmel aufgenommen wurde, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Genauso wirklich, wie sie dort auf dem Berg standen und Jesus aufgenommen wurde und zum Himmel fuhr. Genauso wirklich wird er auch wiederkommen. Ganz real, erlebbar. Das heißt im Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben. Er wird, wie es in dieser Beschreibung ist, vom Himmel wiederkommen. Und alle Menschen werden ihn sehen können. Er wird in den Wolken des Himmels sich der Welt offenbaren. Und es wird nicht einen einzigen Menschen geben auf dieser Welt, dem man sagen muss, du, weißt du, hast du nicht gehört? Christus ist gekommen. Das hast du beinahe verpasst. Komm, ich muss es dir zeigen. Das ist ein Ereignis, das alle Augen sehen werden. Und es wird kein bescheidener Christus sein. Kein Christus, wie wir ihn aus der Schrift kennen. Als im Zimmermannsgewand wandernder Pilger und heilender Prophet. Nein, die Menschen werden den Menschensohn kommen sehen mit den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Mit all seinen Engeln. Und er wird nicht als einfacher Zimmermann kommen, sondern als König aller Könige. Bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, so schreibt es Paulus an den Timotheus im ersten Brief, Kapitel 6, Vers 14, um welchen zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, seinen Anspruch auf die Herrschaft des Universums geltend machen und auch seine Herrschaft auf diesen letzten verlorenen Planeten im Universum. Wie gesagt, kein Ereignis, wo man dich informieren muss, wo man dich hinnehmen muss. Ein Ereignis, wie es Jesus selbst beschreibt, Matthäus 24,
Wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Nicht zu verpassen. Selbst wenn du im Haus bist, so wie ein Gewitter nicht unbemerkt bleibt. Selbst wenn man im Hause sitzt, blitzt es und man sieht, das Zimmer heller leuchtet. Selbst wenn man dem Rücken zuwendet, wird man durch das Blendlicht genau wissen, was passiert ist. Und so in diesem Bild ist es auch, egal wo wir uns befinden mögen, egal was wir gerade tun mögen, wir werden das mitbekommen. Es wird ein Ereignis sein, was man uns nicht erzählen muss. Aber genau das ist es, was der Teufel auch oftmals vorgaukeln will. Genau davor warnt uns Jesus in einer ganz besonderen Weise. Und er sagt, denn wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus, oder da ist er, komm mit, ich will ihn zeigen, ich habe ihn erlebt. Das mögen vielleicht nicht einzelne Personen sein. Das mag die Heute-Sendung sein, die berichtet von einem großartigen Ereignis, von einem Christus, der gekommen ist, der sich offenbart, der Menschen heilt. Mögen andere Medien sein, die uns das berichten. Was sagt die Bibel? Wenn man uns informieren muss, dass Jesus wiedergekommen ist, ja, das ist nicht so richtig, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse sein und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Das werden großartige Ereignisse sein. Wir haben jetzt schon viele Menschen, die behaupten, falsche Christi zu sein. Ein Visarion in Sibirien. Tausende von anderen Anhängern zieht er hinter sich her. Und ist wirklich ein Abbild, so wie man sich Jesus aus dem Film vorstellt. Ja? Segnend und lächelnd geht er durch seine Pilger und Nachfolger. Von vielen Menschen, die behauptet haben, Christus zu sein. Das waren kleine Lichter, die keine übernatürlichen Eigenschaften aufwiesen. Aber Jesus sagt, es werden Menschen oder Wesen auftreten, die große Dinge tun werden. Zeichen und Wunder werden auch geschehen. Selbst davon sollen wir uns nicht beirren lassen. Die Fähigkeit, übernatürliche Dinge zu bewirken, die Fähigkeit, Menschen scheinbar gesund zu machen oder irgendwas Übernatürliches zu bewirken, ist kein Beweis, dass Gott hinter diesem steht. Ist kein Beweis, dass Jesus diese Macht offenbart, sondern eine ganz andere Macht, die einen falschen Christus, falsche Propheten darstellen möchte und diese mit seiner Macht unterstützt. Wir wissen vom Teufel, heißt es, er wird sich verstellen als ein Engel des Lichts. Und große Macht ist ihm gegeben. Ja, wenn es möglich wäre, um die Auserwählten zu verführen. Aber hier sagt sie, ich habe es euch vorher gesagt. Das wird kommen. Das wird geschehen. Aber wenn sie zu euch sagen, siehe es in der Wüste, geht nicht hinaus. Oder irgendwo in einem Haus. Geht nicht dorthin und glaubt es nicht. Aber wenn Christus wiederkommt, wird er nicht wiederkommen, nur um ein Friedensreich auf Erden auszurichten. Sondern für die Geschlechter, für die Menschheit auf Erden, wird es kein freudiges Ereignis sein, kein Anlass zum Jubel sein, so wie diese falschen Christi und falschen Propheten Anlass zum Jubel geben mögen. Da ist ein neuer Messias gekommen. Und wir sehen ja schon, wie eine Welt begeistert sein kann, wenn bloß ein Mensch, der ein bisschen charismatisch reden kann, Präsident eines Landes wird, was groß genug ist, um Einfluss zu haben in der Welt. Wie sie schon von einem Messias reden fast, der noch nicht mal Wunder getan hat, ja, der nur gut reden konnte. Und auf ein Friedensreich hofften, dass sich jetzt was ändert in der Welt, dass eine Person etwas ändern kann. Diese Hoffnung hegt die Menschheit, ohne Frage. Und glaubt ja nicht, dass der Teufel zu träge ist, um diese Hoffnung zu erfüllen. Aber wie wird die Menschheit reagieren auf die Wiederkunft des wahren Christus? Denn es wird das Zeichen erscheinen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden die Menschen sich freuen. Sie werden begeistert sein, dass Christus wiederkommt. Ihre Hoffnung ist erfüllt. Ist es das Bild, was die Bibel zeichnet? Nein. Alle Geschlechter, das nimmt keinen aus, werden wehklagen und werden sehen, die Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden und von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Aber wenn der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit und die Engel mit ihm,
Dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und es wird ein Tag der Trennung sein. Ein Tag, an dem Entscheidungen offenbar werden, sichtbar werden. Er wird alle Völker versammeln vor ihm. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe und die Böcke voneinander scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird der König dann zu denen sagen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Die Hoffnung der Christen seit jeher. Die Hoffnung auch rechtgläubiger Juden, muss man sagen, von jeher. Ist die Aufrichtung des Reiches Gottes. Und dieses Erbe ist verheißen. Er möchte es uns geben bei seiner Wiederkunft. Aber er trennt Gutes und Böses voneinander. Und so ist es nicht nur Hoffnung, die dieser Tag vermittelt. Nicht nur die Hoffnung, dass endlich hier ein Ende ist mit dem Elend. Denn mit dem Ende des Elendes ist auch etwas verbunden. So im 2. Petrus 3, Vers 10, auch Petrus schreibt über die Wiederkunft Jesu. Und sagt, auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde, die werden durch sein Wort noch verschont. Sie werden aufbewahrt bis zum Feuer, auf den Tag des Gerichts, der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber soll ich nicht vorenthalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und der Herr verzieht nicht seine Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns. Ja, er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jedermann zur Buße kommt. Das ist sein Wunsch. Deswegen zieht er so lange möglich die notwendigen Konsequenzen hinaus. Das heißt aber der Tag des Herrn wird kommen. Wie ein Dieb, überraschend, unerwartet. An dem werden die Himmel zergehen mit großen Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen. Und was geschieht mit dieser Erde? Wird daraus ein Paradies, wenn er wiederkommt? Unmittelbar? Eine neue Gelegenheit für die Menschheit, sich doch zu Christus zu bekennen? Jetzt, wo sie ja wissen, dass es ihn wirklich gibt? Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Für die Menschheit, für die Erde ist das eigentlich ein schrecklicher Tag. Auch Jesaja hat dieses Ereignis mit eindrücklichen Worten beschrieben, was er schon sehen durfte. In Jesaja 24, Vers 19 und 20. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener. Sie wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie. Oder was soll ich sagen, die Missetat der Menschen, die auf ihr wohnen. Dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Aber wir warten nach seiner Verheißung auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Gott wird dieses Sündenelend beenden, indem er alle Spuren des Bösen vertilgt, indem er die Elemente, die Werke, die auf dieser Erde sind, zerschmelzen wird, auflösen wird, inklusive derer, die daran festhalten. Denn er will eine neue Erde machen. Er will die Erde nicht so behalten, wie sie es jetzt hat. Jesus gebraucht immer wieder dieses Beispiel. Er will kein Flickenteppich irgendwo drauf nähen. Etwas nur wieder reparieren und ein bisschen besser machen, als es war. Sondern er will es komplett neu schaffen. Wirklich, wie wir am Computer einen Reset-Button drücken und wirklich runterfahren und neu starten. Eine Platte leer machen, formatieren und neu draufschreiben. Genau das macht Jesus mit dieser Erde. Er bringt die Grundmasse in den Originalzustand zurück und fängt die Schöpfung von Neuem an. So sagt das. Jesaja 65, Vers 17, 18. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, so dass man der vorigen noch nicht mal mehr gedenken wird, sie nur noch nicht mal mehr zu Herzen nehmen wird, sondern sie werden sich ewiglich freuen, und fröhlich sein über dem, was ich schaffen werde. Das, was er vom Anfang an geplant hatte, wird er jetzt von neuem anfangen. So beschreibt es auch Johannes.
in der Offenbarung 21. Und ich sah einen ganz neuen Himmel, eine ganz neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Nicht nur einfach verbessert worden, sondern wirklich vergangen. Die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr. Auch das Böse ist ja nicht etwas Abstraktes, keine Idee, sondern hängt mit den Wesen zusammen, die das Böse ausüben, die es in dieser Welt zum Leben erwecken. Auch auf diese neue Erde, sagt Johannes in Vers 27, da wird nicht hineingehen irgendein Gemeines, irgendein Greuel, jemand, der Greuel tut, der lügt, sondern nur die, die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Und so wie diese Werke alles auf dieser Erde verbrennt, die Folgen, die Spuren des Bösen, so werden sowohl die Urheber, die Verursacher, die Täter des Bösen genauso vergehen müssen. Und der Teufel, der sie verführte, und der Tod und die Hölle, sie werden in diesen Feuersee geworfen, den Petrus beschrieb, als alles auf dieser Erde zerschmilzt und vergeht, im Feuer verbrannt wird. In diesem Feuersee wird der Teufel, der Tod, das Böse geworfen. Das nennt die Bibel den zweiten Tod, den endgültigen Tod. Und so jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, auch der wurde in diesen Feuersee geworfen. Denn Gott tut auch im Rahmen des Erlösungsplanes ein Werk, das er selbst ein befremdliches Werk nennt. Er ist der Geber des Lebens, der Ursprung alles Lebens. Leben will er erhalten, schaffen, nicht vernichten. Aber er hat gesagt, dieses Unglück, dieses Elend, was wir in dieser Welt sehen, sagt er, was denkt ihr denn von Gott? So würde ich das in meine Sprache übersetzen. Was denkt ihr von Gott? Ich werde mit diesem Elend doch ein Ende machen. Wie wird Gott oftmals gelästert? Ja, gibt es einen Gott? Wie könnte er denn solches Elend zulassen? Wie kann er Vergewaltigung zulassen? Kindesmissbrauch zulassen? Solche gräulichen Dinge, Verbrechen, Unglücke, noch und noch. Unschuldige Menschen, die Massen dahin sterben. Gibt es einen gerechten Gott, der sowas erlaubt und zulässt? Und Gott sagt, wie redet ihr über mich? Denkt ihr, ich lasse dieses mit zum Vergnügen zu? Und ich verspreche euch, sagt er, ein zweites Mal wird dieses Unglück nicht über dieses Universum kommen. Ein zweites Mal will ich die Sünde nicht tolerieren. Nicht noch einmal dieses Elend durchmachen. Nicht auch mal so viele Menschen opfern müssen. Nicht noch mal mein Leben hingeben müssen. Denn er sagt, weil es keine zweite Chance mehr geben darf fürs Böse. Denn wenn sie gleich sind wie die Dornen, die noch so fest ineinander gewachsen und verwurzelt sind, das Böse, was sich kaum ausrotten lässt, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, und das Böse nimmt immer mehr zu. So verwurzelt ist es. Und sie sollen, selbst wenn sie im besten Saft sind, sie sollen doch ganz verbrannt werden, wie dürre Stroh. Da soll nichts von übrig bleiben. Nichts, was wieder ein Keim des Bösen sein könnte, auf einer neu geschaffenen Welt. Einem Planeten, der wieder ins Universum integriert ist. Und dies ist wirklich an vielen Stellen an Jesaja 28, Vers 21. Da nennt er es wirklich ein befremdliches Werk. Und es ist ein Werk, was ihn zum Weinen bringt. Denn er hat alles eingesetzt, alles geopfert, um die Menschheit zu retten. Und nur wenige wollen sich retten lassen. Und so ruft er im Hesekiel 33, Vers 11 aus, so wahr ich lebe, spricht der Herr, er schwört bei seinem eigenen Leben. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Es bereitet mir kein Vergnügen, keine Befriedigung, sondern dass der Gottlose sich bekehren würde, dass er umkehrt und lebt. So bekehrt euch doch von eurem bösen Wesen. Man mag die erstickenden Worte unter Tränen hören,
Warum wollt ihr sterben? Ruft er den Menschen zu. Warum wollt ihr unbedingt sterben? Trennt euch von mir, von der Quelle des Lebens. Sodass letztendlich mir nichts anderes übrig bleibt, als neu zu schaffen. Zu verbrennen, zu vernichten, was das Böse beinhaltet. Und so wie er vor Jerusalem stand, vor seinem eigenen Volk, und ruft: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die ich zu dir gesandt habe. Wie oft habe ich versammeln wollen, deine Kinder, wie eine Henne ihre Küblein versammelt unter ihren Flügeln. Doch ihr habt nicht gewollt. Ihr habt euch geweigert. So weint er auch über die Erde, nicht nur über sein Volk. Aber auf der anderen Seite hat er auch Hoffnung. Also, denn er sagt ja, sieh, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und nicht nur einfach, dass sie leer ist. Auch die erste Erde, das erste Paradies wurde geschaffen, damit es bewohnt wird, damit Menschen dort glücklich sind. Und diese neue Erde, dieses neue Leben, ist kein Leben auf einer Wolke zum Harfe spielen. Kein Leben als geistloses Wesen ohne Körper, als Energie oder als Fantasie oder als Gedanken oder was man sich auch immer sich einreden mag. Sondern Jesaja beschreibt dieses neue Leben als ein ganz reales, ganz wirkliches, handfestes Leben. Nicht ein ekstatisches oder von Sinn oder tatenloses Dasein, nein. Das heißt, sie werden Häuser bauen, Jesaja 65, Vers 21. Sie werden sie bewohnen. Also die, die unter euch Handwerker sind, ihr könnt euch auf tätige Tage freuen. Denn da gibt es viele Menschen, die kein Handwerk gelernt haben und auch Häuser bauen wollen. Die brauchen auch da Hilfe und Unterstützung. Es ist ein ganz wirkliches Leben, wo man wirklich anpackt, wo man wirklich seine Muskeln anspannt, wo man wirklich seinen Verstand gebraucht, um Ziele zu erreichen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Ja, es soll nicht mehr darin gehört werden, die Stimme des Weinens noch des Klagens. Da sollen keine Kinder mehr sein, die nur etliche Tage leben. Keine alten Menschen, die ihre Tage oder ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei meinen Auserwählten. Und ihre Kinder werden bei ihnen sein. Das, was wir uns hoffen. In einer Zeit, wo die Familien auseinandergerissen sind. In einer Zeit, wo es genug alleinerziehende Mütter und Väter gibt. Kinder, die gar keine Eltern mehr haben, werden die Familien vereint sein. Und selbst das, was wir in der Natur, sonst als schön, wenn wir Naturfilme sehen, wie herrlich und schön die sind, ist das selbst da oftmals das, was besonders dramatisch dargestellt wird, die Vernichtung des Lebens, wenn ein Tier das andere tötet. Aber selbst davon gibt es keine Spur mehr. Selbst da ist die Folgen der Sünde ausgelöscht. Wolf und Lamm sollen miteinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen, wie ein Rind. Die Schlange soll Erde fressen. Und sie werden nicht schaden, noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berg. So spricht der Herr. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen. Die Parder bei den Böcken liegen. Und kleiner Knabe wird Kälber, junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden auf der Weide gemeinsam gehen. So dass ihre Jungen beieinander liegen. Löwe wird Stroh fressen, so wie die Ochsen. Und die Kinder sind wirklich mit den Tieren beschäftigt. Das ist nicht nur ein allegorisches Bild, was hier gezeichnet wird. Gerne werden sie völlig gefahrlos unter den Tieren gehen. Mein Säugling wird am Loch der Otter seine Lust haben. Da spielen und Freude haben mit einer Schlange. Einer hochgiftigen Schlange. Ehemals giftigen Schlange. Oder ein Entwöhnter wird seine Hand in die Höhle des Basilisken stecken. Man wird nirgends Schaden tun, noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist voll von der Erkenntnis des Herrn, so wie Wasser das Meer bedeckt. Auch dies wäre heutzutage keine kluge Idee, einen schlafenden Löwen zu wecken. Wir selbst haben dieses Sprichwort, ne? Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Und dies ist Realität. Kein Trugbild. So wie die anderen Dinge, die die Bibel beschreibt, nicht kluge Fabeln sind,
schlau ausgedachtes Menschenwerk, sondern eine Realität, die noch in der Zukunft steht. Auch das Neue Testament beschreibt ausführlich die neue Erde. Offenbarung 21, 3 bis 5. Sieh da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Ja, er wird bei ihnen wohnen und sie selbst werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, haben wir gehört, ist vergangen. Das Böse ist ausgelöscht, vertilgt. Und der, der auf dem Stuhl saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Von Grund auf. Und damit, wenn der Tod nicht mehr ist, das ist so schnell dahergesagt. Aber doch ist es wirklich, was seit jeher der Traum, die Fantasie der Menschheit beflügelt, ewiges Leben, etwas, was Gott dir und mir versprechen möchte, geben möchte, in unsere Reichweite bringen möchte. Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Und da sah Johannes diesen einen Blick auf diese neue Erde. Und er zeigte mir einen klaren, reinen Strom von lebendigem Wasser. Klar wie ein Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und mitten auf ihrer Gasse, auf beiden Seiten des Stromes, stand der Baum des Lebens. Der trug 12-mal Früchte und brachte seine Früchte alle Monate. Und die Blätter des Baumes dienten zur Gesundheit der Völker. Es war ewiges Leben, was der Baum vermittelte. Deswegen versperrte Gott Adam nach dem Sündenfall diesen Weg dorthin. Aber diesen Weg will er wieder freimachen. Will er denen die Möglichkeit geben, von diesen Früchten zu essen. Ewiges Leben. Auferstehung. Siehe, sagt Paulus, 1. Korinther 15, ich will also ein Geheimnis sagen. Etwas, was gar nicht so viele Menschen wissen. Was sie aus ihren Köpfen verdrängt haben. Was es erfolgreich geschafft hat, der Teufel irgendwie als eine so fantastische Illusion vorzugaukeln, dass sie es nicht für möglich halten. Dass sie es für Kindermärchen halten. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle einmal verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich. In einem Augenblick. Nämlich zur Zeit der letzten Posaune. Oh, Posaunen wird es, sagt er. Und die Toten werden auferstehen. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn siehe, dies Verwesliche, das muss anziehen. Unverweslichkeit. Und das Sterbliche muss anziehen. Unsterblichkeit. Ein sterblicher Körper könnte die Ewigkeit nicht überstehen. Ne? Wir, wenn wir so bleiben würden, wie wir sind, machen wir es nicht länger als 80, 90 Jahre. Wenn es die Natur des Menschen, so wie sie jetzt verfallen ist, am Ende sie erkraft. Aber Gott spricht das Unmögliche aus, sagt, ich will Unsterblichkeit dir schenken. Und nicht auf einer Welt, in der du Tag ein, Tag aus Elend siehst, sondern auf einer Welt, deren herrlichsten Beschreibungen kaum menschliche Worte fassen können. Und er selbst, auch erst, nein, das ist 1. Thessalonicher, Verzeihung, 1. Thessalonicher 4, dort Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus auferstehen. Das ist auch ein Ereignis, was bei der Wiederkunft Christi stattfinden wird. Was kein falscher Apostel, kein falscher Prophet oder Christus nachahmen kann. Tote werden auferstehen. Und es werden keine spiritistischen Seancen sein. Keine Totenerscheinungen im kleinen Zimmer. Nein, Jesus wird die Toten aufrufen. Die Toten Christus. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hinweggerückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Übrigens ist das auch sehr interessant, wann wir beim Gott sein werden. Nicht in dem Moment, wo wir sterben, geht die Seele zum Himmel, in die Hölle oder in den Himmel, sondern bei der Wiederkunft Jesu, bei der Auferstehung, heißt es, dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann werden die Toten auferstehen.
dies ist unser Trost. Dies ist unsere Hoffnung, selbst wenn wir am Grab unserer Freunde stehen. Und dann wird erfüllt sein das Wort, so wie es geschrieben ist. Tod, der Tod ist verschlungen. In den Sieg. Tod, wo ist nun dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Was ist das, was wir an dir so schrecklich fanden? Was ist das, wovon wir uns so gefürchtet haben? Nichts davon ist übrig, sondern verschlungen in den Sieg, in ewiges Leben. Selbst den Vers, den eigentlich fast alle Christen auswendig können. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben ist die größte Verheißung, die Gott uns gibt. Und er will sie Wirklichkeit werden lassen. Und wenn wir so diese Verheißung vor unseren Augen, dieses Versprechen lebendig werden lassen, können wir vielleicht noch mit Paulus sagen, na, jetzt sehe ich noch wie durch einen Spiegel. Und die damaligen Spiegel waren nicht so einen schönen glatten Spiegel wie heute. Das waren polierte Metallplatten mit den damaligen Mitteln, die man zum Polieren notwendig hatte. Und da sah man so ein verschwommenes Bild, so konnte so grob die Konturen erkennen. Sagt er, so erkenne ich jetzt diese Weissagen, diese Vorhersagen, diese Versprechen, diese Verheißungen Gottes. So wie so ein Spiegel. Ich kann sie mehr erahnen, als wirklich sehen. Aber dann sehe ich es von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich es stückweise. Wenn wir die Bibel studieren, die Prophezeiung, die Weissagung, die wir in den vergangenen Seminaren, Abenden gehört haben, haben wir Stück für Stück ein Portion hier, Portion da herausgenommen. Aber er sagt, aber dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. So wie Gott uns durch und durch kennt. Was sagt Jesus, wie gut kennt er uns? Jedes einzelne Haar auf unserem Kopf hat er gezählt. Habe ich noch nicht mal gemacht. So viel Mühe habe ich mir nicht um mich selbst gemacht, dass ich meine eigenen Haare zähle. Jesus hat sich die Mühe gemacht. Weißt du genau, wie viele da schon fehlen? Und weiß, wie viele noch fallen werden in den nächsten Jahren. Er weiß noch viel mehr, was auf mich zukommt. Und deswegen stellt er uns diese wunderbaren Verheißungen vor Augen. Aber dann werden wir erkennen, so wie wir erkannt sind. Dann werden wir es vor Augen haben, so klar und deutlich, wie es nur sein kann. Und so wirklich, wie ich hier dieses Holz anfassen kann, so wirklich wird es sein. Und genauso neugierig, wie die Apostel waren, dürfen wir auch sein. Als Jesus ihnen diese Dinge vor Augen malte, ihnen seine Wiederkunft mit der Zerstörung Jerusalem verknüpfte, da lag es ihnen auf der Zunge, ja, wann wird das geschehen? Wann wird das sein? In weiter, weiter ferner Zukunft. Jesus, sag uns, wann ist dieses Ende der Welt? Wann wird diese Hoffnung erfüllt werden? Oder wie viele müssen noch ins Grab gelegt werden? Jesus gibt eine Antwort, die einem Ausschnitt aus einem heutigen Zeitungsartikel ähneln mag. Wir haben das in den Vorträgen schon gehört, deswegen möchte ich das schnell durchgehen. Und ihr werdet hören, er beschreibt die Zeit, in der dies geschieht. Ihr werdet hören von Kriegen und Aufruhr. Es werden geschehen große Erdbeben hier und dort. Hungersnöte, Seuchen. All dies ist ein Spiegelbild der Nachrichten, die ihr euch heute Abend ansehen könnt. Die Ereignisse mögen manchmal schon ein paar Tage zurückliegen. Aber es dauert nicht lange, bis eine neue solche Schlagzeile die Medien füllt. Krieg. Nie gab es so viel Krieg wie in dieser Zeit. Man möge meinen, nach dem Zweiten Weltkrieg hätte die Menschheit gelernt, so ein Elend nie wieder stattfinden zu lassen. 1992, schon ein paar Jahre her. 1993 titelte der Tagesspiegel, noch nie gab es so viele Kriege wie 1992. Was meint ihr, hat sich das geändert? Hat sich das gebessert? Die Statistiken des Heidelberger Konfliktinstitutes, also des Heidelberger Instituts für internationale Konfliktforschung, hat Statistiken geführt über die Konflikte, über die Kriege. Tatsächlich, das Jahr 1992 war hier. Gab es viele Kriege. Aber die Statistiken steigen. Die Konflikte nehmen zu. Die Menschen werden trotz UN, trotz Friedensmissionen, trotz Vermittlungsreisen diverser Politiker nicht besser,
nicht friedfertiger. Sondern wenn wir uns die Summe ansehen, geht das weiter, steigend aufwärts. Und wenn wir uns eine Karte anschauen, eine Karte der Welt, und das, wo wirklich nur Konflikte herrschen, die von hoher Intensität sprechen, die kriegsähnliche Zustände sind. Und ich meine, Afghanistan ist hier definitiv als Krieg eingeordnet. Ja? Selbst solche Scharmützel, in Anführungsstrichelchen. So eine, die zentralen wirklich schweren Krisen oder Kriege verteilen die ganze Welt. Dort sind die Brennpunkte, wo sie stattfinden. Aber beteiligt dran ist die gesamte zivilisierte Welt. Es gibt kein Land, was sich dem ausnehmen kann, inklusive Deutschland, an Kriegen beteiligt. Auch wenn wir persönlich nicht viel davon merken. Es gibt inzwischen genug Bundeswehrfamilien, die auch solche Rentenunterstützung jetzt vom Staat bekommen, weil ihre Angehörigen, weil ihre Väter und Söhne gefallen sind. Viele Jahrzehnte nach einem Krieg, den wir nie wieder wollten. Aber auch Naturkatastrophen. Statistiken der Münchner Rück zeigen, wie stetig Naturkatastrophen, so Erdbeben, Unglücke, immer stetig zunehmen. Und insbesondere die Katastrophen, die durch klimatische Veränderungen, das Blaue ist hier durch Wasser, durch Überschwemmungen, durch Überflutungen, Grün ist hauptsächlich durch Stürme. Wir sehen, wie gerade das der zunehmende Anteil an der Geschichte, an diesen Katastrophen sind. Die Dinge, die wir heute sehen, wie die Politiker sie auch sehen und besprechen in Klimakonferenzen und sagen, na gut, wir sehen ja, das hat sich schon ganz schön in Fahrt bewegt, diese Katastrophen. Die Natur scheint immer mehr aus der Kontrolle zu rudern. Na, dann werden wir mal die Klimaerwärmung versuchen, auf 2 Grad mehr zu begrenzen. Und die halbes Grad, das Grad mehr, was wir schon haben, hat das schon verursacht. Auch gerade der Anteil verheerender Naturkatastrophen. Und verheerend ist nach diesen hier in Kategorien eingeteilt. Kategorie 5 heißt, dass mindestens 500 Menschen bei dieser Katastrophe ums Leben kommen. Dass mindestens 500 Millionen US-Dollar Schaden entstanden ist. Da sind noch nicht die großen Katastrophen dabei. Und wir sehen, wie das eine zunehmende, stetige Tendenz hat. Und wir können dies für dieses Jahr und letztes Jahr ganz eindeutig diese Tendenz weitersehen. Und die Menschen werden in Ohnmacht sinken, hilflos dem gegenüberstehen, werden verfurcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und es ist die Zeit, wo scheinbar die Dinge des Klimas, was unser Leben reguliert, außer Kontrolle geraten, wo selbst der Blindeste das sieht. Die ganzen Länder ohnmächtig vor dem Desaster stehen können, haben wir in Haiti gesehen. Auch die größte Katastrophe, die uns über die letzten Jahrzehnte begleitet, die täglich so viele Menschen fordert, wie wir gerade in Haiti verloren haben. Vielleicht sind es in Haiti wirklich ein paar 10.000 mehr, als sie jetzt hier sind, die hier täglich zugrunde gehen, an den Folgen von Hunger. Das sind in der Sekunde 2, die ihr durchzählen könnt. Hungersnöte. Ist das unsere Zeit, die Jesus da beschrieben hat? Ist das ein passendes Bild? Was sagt er? Wenn ihr das alles seht, dann wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Dass es nicht mehr lange ist. Den Jüngern musste er die lange Zeit ein bisschen aus dem Blickfeld nehmen, um sie nicht zu entmutigen. Verknüpfte die Ereignisse seiner Wiederkunft mit den Ereignissen des Jahres 70 nach Christus. Aber für uns heißt es, die wir heute in der Erfüllung dieser Phase leben, dass es für uns nahe vor der Tür ist. Und auch wenn wir die Dinge betrachten, die wir uns in den vergangenen Seminaren angeschaut haben, wenn wir uns die Prophezeiungen aus Daniel ansehen, die ja bis ins heutige Europa reichten, ist das Ende sozusagen erreicht. Und auch das letzte Ereignis, was dann eintreten sollte, wird nicht mehr lange bleiben. Denn was als letztes Ereignis beschrieben war, die Wiederkunft Christi,
heißt es nämlich zur Zeit dieser Könige, zur Zeit der europäischen Nationen, wird der Herr des Himmels, der Gott des Himmels, sein Reich aufrichten. Das heißt, zu unserer heutigen Zeit will das sein. Nicht vor 500 Jahren, nicht vor 1000 Jahren. Nein, es soll in unserer Zeit sein. Und wir haben viele Weissagungen gesehen, die eine gewisse Zeitspanne überbrückten. Die sind alle erfüllt. Wir hatten diese Vorhersage auf Jesus, diese Zeitbrücke, das ist erfüllt. Die längste Zeitweissagung der 2300 Jahre, bis ins Jahr 844, haben wir gesehen, ist erfüllt, ist abgelaufen. Darüber hinaus hat die Bibel keine Zeitprophezeiung mehr übrig. Es lohnt sich scheinbar nicht mehr, die Zeit erneut zu berechnen, neue Dinge für bestimmte Zeiten vorherzusagen. So können wir vielleicht die Prophetie als so ein, wie ein Zollstock an die Geschichte anlegen der Menschheit und sehen, dass wir nicht am Anfang stehen, nicht mittendrin stehen, sondern dass wir am Ende der prophetischen Ketten stehen. Dass Gott nicht mehr viel darüber hinaus haben möchte. Da ist sozusagen sein Zeitlimit erreicht. In Offenbarung 10, Vers 6 heißt es, und es wird hinfort keine Zeit mehr sein. Es gibt keine weitere prophetische Vorhersage, die eine bestimmte Zeit eingrenzt. Damit hat es Gott zu Ende. Er sagt noch Ereignisse vorher, die für die Zukunft sind, die haben wir gesehen. Wir haben noch einiges an Entwicklung vor uns. Das ist aber nicht an eine lange Zeit gebunden, die er vorhersagen kann und möchte, sondern das sind schnelle Ereignisse, wo wir jetzt schon sehen, wie die Entwicklung voranschreitet. Wir haben 6000 Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns. Das kann man wirklich recht genau nachrechnen. Ich bin gern für jeden bereit, das auszudrucken. Der kann sich gern die Mühe machen, das ist ein sehr lohnendes Studium, sich einfach mal die Zeit der Menschheitsgeschichte anzuschauen und nachzurechnen. Es gibt nicht mehr als 6000 Jahre. Also bisher, so sagen wir so, hier im Jahre 1909 waren die 6000 Jahre vielleicht abgeschlossen, 1900 abgeschlossen. Im Jahre 2000, vielleicht ein paar Jahre mehr. Wir erinnerten uns an diesen Maßstab, ne? 1000 Jahre für einen Tag? Ein Tag für 1000 Jahre. Jesus sagt, es ist noch, Paulus sagt, es ist noch eine Sabbatruhe übrig. Der Sabbat ist ein Symbol, sagte er. Und wenn diese Ruhe schon gewesen wäre, als das Volk nach Kanaan einzog, na, dann bräuchte er nicht mehr von der Sabbatruhe reden, sagt er. Aber es ist noch eine Ruhe für das Volk übrig, eine weitere Sabbatruhe. Nach 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, nach 6 Tagen in diesem Maßstab. Ist noch ein 7. Tag. Und wir sehen, wie sich heute diese Dinge entwickeln. An welchem Zeitpunkt der Geschichte, der Entwicklung dieser politischen, dieser religiösen Konfliktsituation wir stehen. Das ist nichts mehr ein Blick in die ferne Zukunft. Diese Dinge erfüllen sich heutzutage in Deutschland, in Amerika, in der evangelikalen Welt, in der religiösen Welt. Der Zeitplan für unseren Planeten ist fast, das habe ich hier mit Absicht klein und in Klammern gesetzt. Eigentlich ist er abgelaufen, der Zeitplan, den Gott gesetzt hatte. Wir sind schon drüber hinaus. Das ist nicht mehr so 2, 3 vor 12. Es ist schon nach 12. Die Zeit ist schon überspannt. Aber davon spricht die Bibel auch, dass der Zeitplan etwas hinausgezogen wird. Dass es nicht gleich nach 6000 Jahren schwupp ein Ende ist. So sagt der Herr, verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug halten, sondern hey, da kann ja seinen Zeitplan nicht mehr einhalten. Nein, das ist kein Verzug, weil Gott sein Timing nicht richtig berechnet hat. Sondern weil er Gnade mit dir hat. Weil er dir eine Chance gibt, lässt er dieses Elend der Welt weiter existieren. Das finde ich einen ganz erschreckenden Gedanken eigentlich. Wie es endlich für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann sich zur Buße kehrt. Das wäre sein Wunsch. Er will jedem wirklich die Chance geben. Und die gibt er jedem. Vielleicht ein Text eingeschoben, auch wenn ich ihn nicht auf der Leinwand habe. Dann müsst ihr das mit in der Bibel selber mitlesen. Jesaja 43.
Da sagt Gott zu seinem Volk, zu den Menschen, die er retten möchte. Und das darfst du gerne auf dich persönlich beziehen. Ich bin bei dir, Vers 2. Ich will die Ströme dich nicht überfluten lassen. Und selbst wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein. Denn ich, dein Gott, bin bei dir. Der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe als Lösegeld Ägypten hin. Äthiopien und Seba lasse ich an deiner Stadt umkommen. Weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen. Weil ich dich lieb habe. Deswegen werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt. Ganze Völkerschaften. Um deines Lebens willen. Und Gott macht das buchstäblich wahr. Weil er nicht möchte, dass du verloren gehst. Dann hast du die Chance zur Buße hast. Und sie nutzt. Lässt dir diese Menschheitsgeschichte weitergehen. Haiti hätte nicht sein müssen. Aber Gott hat noch Gnade. Weil auch Menschen da sind, die keine Entscheidung getroffen haben. Hast du deine Entscheidung getroffen? Muss Gott auf dich warten, um dir noch eine Chance zu geben? Wie viele Menschen, wie viele Völker müssen noch sterben? Wie viele Kriege müssen noch über diese Erde gehen? Damit wir uns entscheiden. Auch die Offenbarung spricht davon, dass noch Gnadenzeit ist. Offenbarung 7, Vers 1 und 3. Danach sah ich vier Engel stehen, an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde, dass noch kein Sturm über die Erde blies, noch das Meer, noch irgendein Baum. Es kommt Sturm auf die Menschheit zu. Und noch hält Gott die Winde zurück. Wir ahnen schon was. Die Engel können kaum die Mächte zurückhalten. Die Katastrophen, die Konflikte unter den Menschen, die steigern sich immer mehr. Die Spannung nimmt immer mehr zu. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Sonnenaufgang her, vom Osten her. Der hatte ein Siegel des lebendigen Gottes. Und er schrie mit großer Stimme zu den Engeln, denen nämlich gegeben war, jetzt das Meer und die Erde zu beschädigen. Die jetzt diesen Strom kaum noch zurückhalten wollen. Die loslassen wollen, dass hier endlich ein Ende mit diesem Elend ist. Und er sagt, nein, noch nicht. Beschädigt noch nicht das Meer, noch nicht die Bäume, bis wir versiegelt haben die Knechte Gottes an ihren Stirn. Die sind noch nicht so weit. Die brauchen noch Zeit. Wie viel Zeit brauchst du? Jesus sagt, sieh, ich habe dir heute vorgelegt. Beides. Das Leben und das Gute. Den Tod und das Böse. Ich habe dir beide Lösungswege vorgezeichnet. Und ich nehme Himmel und Erde heute über zu euch zu zeugen. Wähle das Leben, auf das du lebst, du und deine Kinder, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben. Diese beiden Wege bietet er uns an. Er hat eine Lösung, für jeden persönlich. Und wir können uns entscheiden, welchen Lösungsweg wir gerne hätten. Wenn wir uns diese beiden Dinge aufeinander gegenüberstellen. Und abwägen miteinander. Fällt es euch da schwer, euch zu entscheiden, welchen Weg ihr gehen würdet? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Josua sprach, als er Israel damals nach Kanaan hineingeführt hatte und sie an einer Entscheidung jetzt für sich selbst leben musste. Josua hatte sie geführt, hatte sie durch viele Schlachten und Kriege geführt. Und sie hatten immer eine Orientierung, was Josua macht, das tun wir mit. Jetzt mussten sie eine Entscheidung für ihr Leben treffen, persönlich. Mir sagt und lädt sie ein, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und möge das ihre Entscheidung sein. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wenn wir so Gottes Lösung für all die Probleme der Menschheit sehen, mögen wir eine weise, kluge Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die für uns und unsere Kinder, unsere Familien Leben bedeutet. Ewiges Leben, Unsterblichkeit. Ein Geschenk, das Gott dir anbietet. Wähle. Leben, Tod, Segen, Fluch. Wäge gut ab. Berechne wohl. Und triff eine Entscheidung,
die auf das Wort Gottes gegründet ist. Wer eine feste Wurzel hat und nicht nach nächsten Gefühlsschwall umgeschubst wird. Möge Gott Segen geben, dass du eine richtige, eine kluge Entscheidung triffst. Eine Entscheidung mit Wissen. Amen.